Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde des 15. Mit dabei ist der Fettsack namens Justin. Juhu! Und wir hatten gerade einen sehr blöden Streaming-Fail. Ja. Und zwar, wir machen sind wir jetzt 3 Minuten im Verzug. Dreck. Ich gucke mal auf dem Handy, ob es jetzt läuft. Sehr schön, wenn das der Fall ist. YouTube. Okay, Livestream ist offline angeblich. Ich will das hässliche Aslak-Video da mehr haben. Jetzt wirst du mir schon wieder nicht live angezeigt. Das steht vor 15 Sekunden zuletzt. Hä? Das muss ich nochmal nachprüfen. Hier steht aber Streaming live. Stream. Du Hallo? Bist aber nicht live. Luca, du bist nicht live? Mein Kanal, also LS15 mit Justin vor 41 Sekunden gestreamt. Keine Aufrufe. Geh mal drauf. Luca, du bist nicht live. Das hat mein Handy mir gerade auch gedacht, weil ich genau an der Stelle angemacht habe. Luca, du bist nicht live. Ja, du bist nicht live, aber ne? Aber da steht, dass ich live bin. Da steht, dass ich live bin. So, was schreibe man denn mal in den Chat rein? Starte irgendwie noch mal neu oder keine Ahnung. Also dein Stream ist alles live. Ich gebe dir auch mal einen Daumen. Wir nennen es einfach mal Rasenmäher. Du wirst mir immer noch nicht live angezeigt. Ich bin aber live bei mir. Warte, ich bin ja mal kurz mein Stream. Um alles 15 mit Justin ist der größte Müll. Haben alle meine Freunde. Hä? So. Leute. Oh, Justin, hör auf, mir Nachrichten zu schicken. Was? Dass du mir glaubst? Oh mein Gott, ich hab 5 Abonnenten. Vorhin hatte ich doch noch 4. Oh mein Gott. Also bei mir, du wirst eigentlich schon im Prinzip live angezeigt. Aber steht halt, der Livestream ist offline. Ja, sorry, dass jetzt meine ganzen Abonnenten hier sehen müssen, alle Videos nicht angucke. Ich hoffe, ihr seht nichts Perverses. Hast du jetzt gehört? Ja. Hast gehört. Also bei mir steht jetzt live. LS15 mit Justin. Wenn ihr noch umbenennen müsst, alle Videos nicht angucken. Tschüss. Ich hoffe, ihr seid nichts Perverses. YouTube, ich beende dich. Und ich sag genau dasselbe, was ich vor ein paar Sekunden gesagt habe. Genau dasselbe habe ich jetzt gerade gesagt. Also bei mir steht jetzt live. Leise mit Justin. Ton aus. Was ist denn der Zuschauer alles doppelt? Du bist nicht live. Video bearbeiten. Luca, dann mach eine normale Aufnahme. Nein. Ich bin live bei mir. Ich bin live. Ich bin's live. Du wirst mir nicht live angezeigt und so, fertig. So, bitte. Ja, weil ich dir nicht angezeigt werde, heißt nicht, dass du mir nicht auslässt. Du glaubst mir ja nicht mal. Ja, ich glaube dir, aber bei mir ist es halt anders. Benenn's mal um. Hä? LS15. Was könnte man denn da nehmen? Er steckt schon den Rühmer. Zeige ich da mir jetzt da drunter schon an. LS15 Rasen. Ja, ich weiß, Rechtschreibung am Arsch. Mähen. Mäh. XP. Wo ist besser? Änderungen speichern. Aber denk dran, ich kann jetzt nicht Chat gucken. Was ist das machen? Hä? Muss ich es halt machen, aber ist doch eh nichts los. Eben. Also jetzt komm. Wer warte, YouTube? Vollbild? Am Handy sagt dann jetzt auch, Standbild. Digga, was Rüben, Alter, umschmeißt hat 9 Aufrufe. Mal gucken, ob ich irgendeinen Kommentar. Wahrscheinlich nicht, aber. Würde mich interessieren. Oh mein Gott, ich habe 4 Kommentare. Eins von dir. Und darauf sind 2 Antworten. Der Dislike war ich, habe ich darunter geschrieben. Ich würde es mal sagen. Toll. Das ist wie die einzigen Kommentare waren wir. Aber warum wirst du mir nicht live angezeigt? Jetzt wirst du mir live angezeigt gerade. Liegt vielleicht an deiner Internetleitung. Nein.
Du wirst mir jetzt live angezeigt. So, Handy steht vor dem Bildschirm, Live-Chat ist offen. Luca, schick mal kurz. Schick, Luca. Ja? Schick mal kurz Link vom Livestream, wir bekommen nämlich jetzt einen Zuschauer. Warte, Tyron. Und zwar der Typ hat 10.000 Abonnenten. Das vorangeht, aber es muss sein. Weil das ist eine Scheiße. Luca, jetzt hör mal auf, mich live zu beleidigen, ne? Okay. Nein, wir haben den Land. So, verschickt. Ihr habt nichts gekriegt. Ich pausiere den Stream. Ich hab's aber verschickt. Stream wegen was pausieren, Live-Chat. So. Wegen was pausierst du ihn? Ja, den Stream pausiert auf dem Handy, damit das nicht weiterläuft. Akku sparen. Ja. Jetzt fahr. Bei mir ist der Link noch nicht angekommen. Keine Ahnung. Ich müsste ihn aber rausgeschickt haben. Gut. An der nächsten Möglichkeit fahre ich mal kurz rechts ran und gucke über PC auch, und da ist auch eine Uhr bei mir. Luca, jetzt hör mal zu. Ja. Bei der nächsten Möglichkeit halte ich gleich noch mal an. Geh dann kurz ins Internet und guck über PC und verschick den Link dann so an meinen Kumpel. Okay? Also sollen wir PC verschicken? Warte, Link ist angekommen. Ah geil, weil bei mir jetzt wahrscheinlich so lange dauert wegen dem Stream, dass mein Internet langsam ist. Hui. So, während du das jetzt regelst, stelle ich mein Handy auf. Geh auf den Link, start das mit YouTube. Ne, warte, ich bin noch für Chat verantwortlich. Du wirst mir hier live angezeigt jetzt. Nein. Luca, wir haben abgemacht, ich bin für Chat, also. Fertig. Ich kann doch trotzdem reingucken. Nein. Dann macht jeder normale YouTuber. Hä? Dann macht doch jeder YouTuber, wie alle immer neben dir sitzen, der auf dem Chat achtet. Ja. Aber ich will auch mal was anderes machen, außer die ganze Zeit hier LS. Ich will auch mal was mit Chat zu tun hat. Hey, Schräglage. Aber Fragen im Chat beantworte ich. Okay, weil ich will doch trotzdem im Auge haben. Ja. Aber Sachen und beantworte ich. Außer du weißt die Antwort. Ja, nur dann, aber dann sage ich dir auch. What the fuck, wo sind wir? Bei der BGA Ost. Jetzt fahr! Ich schnell fast in die Reihe. Ich will mal kurz auf das Schild gucken, was da steht. Naturschutz. Oder irgendwie echt? Sowas, Naturschutzgebiet. So ja, Schilder stehen bei uns überall rum. Echt jetzt? Ja. Geil. Alter, wir mähen gerade einfach fast mitten in der Ortschaft. Du hast der Mähweg wieder aus. Ach, Justin, was soll nur aus dir werden, ey? Scheiße, wir sind live! Ach, echt? Geht bei meinem Mähwerk gerade ab. Der hat mich ja wieder nach rechts gedrückt. Nein, ich tu nur mal Schluck Cola. Und lass ihn mal vorfahren. Ey, ich sollte auch mal wieder auf den Chat gehen. Ich hab die ganze Zeit offen, aber was ist los? Ich dachte, deine Freundin soll irgendwelche Scheiße da reinschreien und überhaupt, was da drin steht. Ich muss gerade gucken, wo wir langfahren. Aber du musst auch ab und zu auf meinen Blinker achten, ne? Nee. Ich fahre immer hinterher. Nein, auf den Blinker achten. Luca. Okay. Achtest du auch auf den Blinker brav? Ja. Gut. Dann kann ich ihn ja jetzt wieder aus. Es zieht sehr viel von meiner Konzentration weg. Dann komm geradeaus fahren. Weil ich das noch diesen Blinker gucke. Links, rechts. Ah! Links, rechts. Ey, guck mal, ich nehme einfach ein Schild mit. Jetzt fahr! Ey, du hast nicht geblinkt. Ah! Ich wurde gerade von dem Hausbesitzer angerufen, Rasen muss geschnitten werden.
kommt's. Hausbesitzer 3 Hektar Wiese. Alter, einfach mal mit dem fetten Traktor. Ah, bin ich. Oh. Du, da soll ich mein Ding nicht hin. Gut. Mein Ding ist zu lang. Ein ganz klein bisschen zu lang. Jetzt fahr mal raus. What the fuck? Ich bin aus dem Spiel rausgeschmissen worden, rausgetappt. Spiel wieder rein. Ah. Ey. Ich wurde aus dem Spiel rausgetappt, das ist doch schlimm genug. Müssen wir ja mal in Ruhe rausfahren. Ich glaube, wir müssen in eine andere Richtung fahren, Alter. Ich glaube, wir müssen in eine andere Richtung. Luca, bist du dumm? Jetzt häng ich fest. Ja, ich häng noch viel mehr fest. Ich kann Passanten überfahren. Du musst jetzt eh umdrehen. Ja, wir fahren jetzt in diese Richtung. Machen hier noch eine Ecke von der Wiese weg. Nein. Hier lang. Wenn, guckst du? Wenn, die Wind, wenn, ich wende gerade im dicken Trecker mitten auf einer hässlichen Straße. Ja, wenn ihr euch fragt, warum zocken wir jetzt die 17er? Da kann ich euch eine Sache sagen. Wir haben ihn nicht. Ja. Aber wir werden uns den 19er kaufen, zumindest ich, sobald er raus ist. Das ist die Antwort, ich kaufe dann die 17er. Als ich ihm das gesagt habe. Nein, das will mir nicht wieder irgendwelche kleinen Vorgärten. Nein, nein, nein. Ich mach hier am Rand bissle. Wieder voll viel, Alter. Ah, ich bin zu weit. Rückwärtsgang. Ey, du hast sogar rundum recht. Ich häng. Ich häng nicht. Ich häng schon wieder. Oder auch nicht. Ich hab grad einen Mensch gemäht. Das ist rasiert, Alter. Und ja, wie Luca vorgang gekommen ist, habt ihr ja gerade eben gesehen. Wir wollten da eigentlich mehr, aber. Lol, der Luca... Zaun hat keinen Kontakt. Ich bin einfach reingefahren in den Zaun. Guck mal. Wie? Ja, meiner hat Kontakt natürlich. Jetzt komm. Ja, warte, sie muss mal. Das Film laufen lassen. Ich geh mein Handy aus. Muss wieder auf live schalten. Ja. Und jetzt fährt meiner im Stream auch ins Zaun rein. Leute, da seht ihr die kleine Zeitversetzung. Das heißt, ihr solltet nicht wundern, wenn eure eure Live-Chat-Kommentare erst ein paar Sekunden später gemacht werden. Jetzt mäht doch auch mal was, wir sind die ganze Zeit in diesem Ort, ich hab da rumjuckeln. Die kleinsten Gassen und Ecken mit dicken Traktoren. Ich will jetzt auch mal in große da Gassen und Ecken reinkommen. Was? Das. Wieder auf der Straße. Dafür geht mein Sammelwerk kaputt. Auf der Straße. Jetzt fahr! Ja, rückwärts! Ach, sorry, ich komme mit diesem Schalten ein bisschen klar. Das macht voll Bock. Ja, ich bin aber nicht so klar. Und schon wieder auf der Straße. Ah. Die Mieter. Die Bewohner beschweren sich hier über den Gras. Über den Gras. Scheiße. Gut Deutsch, über das. Gut Deutsch, gut Deutsch. Achtung, dieser Zaun hier hat Kontakt, habe ich gerade gemerkt. Ach, echt? Ja, ich hab's nicht gedacht. Und Mehlwerk aus. Er hat wirklich Kontakt gehabt. Nein. So, jetzt sind wir hier einmal im Kreis gefahren, jetzt können wir wie wieder weg. Ja, wir werden wieder auf der Landstraße fahren, schon in dieser Ortschaft rum, okay. Haben wir auch gerade vor. Sieht so fest, wenn du durch jede Kreuzung durch, wie sie gibt. Oh, ich habe gerade was entdeckt, das gefällt mir gar nicht. Oh. Das gefällt mir ja nicht. Oh, ich trinke einfach noch ein Schlückchen Cola. Ey, guck mal, hier könnte so mit sehr viel Wendekreis auch... Das Haus hat keinen Kontakt. Oh. Egal. Warte, ich komme. Nein. Oh Mann. Ich wollte in ein Haus reinkrachen. Nein, bisschen kann ich... nein, wir machen jetzt den Witz nicht. Ich wollte ein Haus krachen. Halt!
Ich hab mein. Ich hab das Ding verpasst, dann den Anfang. Ich hab den Kurve verpasst. Den Kurve? Gut Deutsch, Alter. Gut Deutsch. Jalla, jalla. Lukas? Ja, jalla, Habibi. Jalla, jalla. Das heißt, ich finde schnell, schnell, wenn man ein Ausländer gesagt, mit dem ich in der Klasse befreundet bin. Jalla, jalla. Jalla, jalla, heißt es so wie schnell, schnell oder lauf, lauf, rennen. Jalla, jalla, hopsasa. Komm, Digga, lass mich jalla, schießen. Jalla, jalla. Jalla, jalla. Das ist der Rhythmus von Monkey Marvin Song, Alter. Jalla, jalla. Ja, jalla, jalla. Digga, guck mal auf der Map, wo wir gerade so lang fahren. Ach nee, wir fahren jetzt über Mega Ausdruck. Luca! Doch, mit Gras hören wir jetzt mal ein bisschen auf. Okay. Wir fahren jetzt. Ich muss jetzt erstmal zu meinem anderen Feld, meinen anderen Truck. Fahr kurz weg, damit ich das aufsammeln kann. Dann bin ich das jetzt schnell in die BGA. Jetzt komm mal kurz hinter mir her. Straße. Das hier ist die einfach zu BGA Ost? Das ist vollkommen in der Biogasanlage Ost. Vor allem der Text ist auf Deutsch. Obwohl der Landwirtschaftssimulator eigentlich international ist. Machen wir so, mehr Mähwerke werden ja auch hier immer abgestellt. Okay, in welches Ding wird das reinpacken? Das oberste hier? Ja. Okay, das also ist glaube ich sogar so ein Ding, was nur von der Mitte aus voll wird, oder? Luca. Von der Mitte aus voll, schade. Luca. Ja? Ich habe jetzt eine Aufgabe für uns. Was? Und zwar? Kleine Kinder vergewaltigen? Nein. Okay. Dann weiß ich das schon mal. Und zwar, wir haben jetzt ein paar Sachen am Shop stehen, die für Gras und so sind. Also Schwader, Mähwerke 2. Die müssen jetzt alle hier hin. Nein! Luca. Ja, warte. Soll ich das Ding auch da reinpacken, den Anhänger? Nein, den Ladewagen hier an den Zaun. Rückwärts hinstellen. Uiuiui, rückwärts? Ja, rückwärts. Längs oder so, dass man gerade rausfahren kann? Gerade rausfahren dann. Ich fahr schon mal Richtung Shop, ne? Und Luca. Ja? Wenn du rausfährst, Zaun zumachen. Okay. Ist das schlimm, wenn da ein bisschen viel Luft ist? Luca. Warte mal, ich bin nämlich gerade faul. Am Shop stehen jetzt gerade 2 Traktoren. Halt! Ja, guck mal, da haben wir einen Kommentar und du haben es nicht bemerkt. Einer schreibt Moin und zwar der Clash-Zocker. Morgen! Moin! Und wie geht's dir so? Schreibst mal in Chat, wie es da geht. Ach, Luca. Scheiße. Ja? Luca, Traktor neben meinen parken. Ja, ich hab ne Taktik. Ja? Jo, gleich. Luca steigt als Beifahrer ein, ich geh mir kurz Essen holen. Okay. Ich fahr zu dir, dass du dir nicht hier hinlaufen musst. Ich Leute, hab mir allerdings. Wann kann man denn LS sprinten? Ich hab mir aber kurz dein Pickup gegönnt, ne? Also wann kann man denn mit LS sprinten? Keine Ahnung, jetzt steig ein gleich, ja. Wenn ich da bin. Nice. Hä? Ich kann sprinten, ist ja voll nice. Aber wann geht das denn? Luca, jetzt steig ein. Ich fahr dann gleich los. Hör zu jetzt! Wie ein Schlückchen Cola.
Ach, Justin, wo bleibst du denn? Eine WhatsApp. Ui. Die Nachricht war voll wichtig. Eieiei, das kann auch dauern, bis der ehrlich kommt. Ach ja, weißt du was, lieber Clash-Zocker? Ich hab deinen Kommentar übers Handy gelesen, weil ich kein zweiter Bildschirm hab. Oh, ja. Luca. Ich sitze hinten. Ja, Luca. Ich krieg geschafft, wieder hinzusetzen. Wie? Luca, aussteigen. Okay. Du fährst. Aber nur weil ich esse. Ach so. Wohin? Shop. Weil da stehen jetzt zwei Traktoren, die wir nehmen. Da stehen ja, nämlich warum fährst du denn mit Allrad? Hm? Warum fährst du denn mit Allrad? Braucht man doch gar nicht auf der Straße. Und Differentialsperre erst recht nicht. Das war an? Ja, alles. Ich weiß nicht, wie ich es angemacht habe. Vermutlich war es schon an, aber egal. Hä? Warum stehen die drei Anhänger? Nehmen wir sie einfach mit. La 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 la. Ja Leute, das ist ein gemoddeter Pickup. Deswegen, da kann man alle Anhänger anhängen und das Ding hat noch 100 PS oder so mehr als normaler. Und er hat Beifahrer-Ding. Und auch hinten kann man, also kann man bis zu 4 Mann drin sitzen, glaube ich. Clash-Zocker, bist du noch da? Ich glaube. Wenn ja, schreib mal in den Chat. Bei mir wird angefangen. Du musst jetzt trotzdem ein paar Sekunden warten, weil es hat eine leichte Verzögerung. Guck, jetzt habe ich nämlich gerade im Stream habe ich jetzt gerade erstmal ein Dings angedingst. Ich muss Allrad anmachen, man sieht die Karre nicht, weil die hinten hoch geht. Nice. Zieh, Auto, zieh. Und zwar am Shop stehen jetzt zwei Case, zwei Schneidwerke und ein Schwader. Und die kommen jetzt alle zu BGA Ost. Ui. Okay. Allerdings machst du das kurz, weil ich esse. Hilfe, ich bin ausgebrochen. Hilfe! Mein Hinterex hängt zwar in der Luft durch die Anhänger. Hilfe, Hilfe. Lass sie hier stehen. Mein Gott, ich fahre ja wieder. Hm. Hui! Oh, Balm! Ich lade mal Balmschen. Aber. Also machst du das mit den Schwadern und so kurz? Hm, aber mit dem Auto. Das ist lustiger. Nein, Traktor. Ach, Mano. Ich hab extra gerade einen Traktor gekauft. Ach, Mano. Nur weil du Geld cheaterst, ne? Ja? Auch. Sag's doch nicht im Chat. Ja, was? Das ist einfach nur ein stinknormaler Mod. Ja. Aber sonst hätte ich als Cheater dargestellt. Das hat nichts mit Cheaten zu tun. Motor ausmachen. Mach auch selber aus. Hab ich grad. Spritverbrauch juckt mich eh nicht. Ernsthaft, ein Seitenausleger. Hm? Dein scheiß Ernst. Ja. Und ein vernünftiges. Ach, schön, das nehme ich mit. Beide mitnehmen. Aber ich kann nur eins mitnehmen in diesem Trecker. Vorne? Der hat doch vorne kein Dings. Armer Traktor, der hat vorne kein Ding. Ja.
Der ist im mittleren Bereich, nicht vorne. Der hat's nämlich vorne nicht normal. Der hat vorne zu groß dafür, deswegen. Ich sag jetzt nichts. Ja, ich weiß, wir sind sehr klar. Welchen der. Also ich könnte Clash Talk einfach melden, aber ich gehe mal. Ey, Clash Talk hat 6 Abonnenten und spielt Clash Royale. Hätte ich nicht gedacht bei Clash. Und er hat. Es hätte auch Clash of Clans sein können. Und abonniert hat er ID Zockt. Irgendjemanden. Ich bin ein richtiger Stalker. Dann hat er noch Elias Schwärzler. Kenn ich nicht. El Mago. Dicker, ne? Lager. LP mit Kev. Spongeboss! Oh Gott. Schon jetzt Block Battle, geil! Der hat meinen Kumpel abonniert! Echt? Ja? Nice. Ich bin am Streamen. Ich bin am Streamen. Ja, meine Mutti kam rein. Und Lara hat mir irgendeinen Scheiß voll. Oha. Böse Mutter. Anzeige. Luca. Ja. Ich bin gleich noch mal weg. Das ist auch nicht schön. Ich hol mir noch mal Essen. Ah. Ich hab halt Hunger. Ja, schön. Also bis gleich. Ja. Du machst ja dann hier kurz weiter. Digga, wie viel Strecke habe ich mir dabei schon zurückgelegt? Also bis gleich. Guck mal, wie weit ich schon bin. Uiuiui. Ja, was soll ich denn jetzt mal nachher machen? Ja, überlegen, was kann ich denn von haben? Ich glaube, mir fällt nichts ein. Schleichwerbung. Greifeisen. Ja, und ich entschuldige mich nochmal für die Lags, die extrem nervig sind. Sie nerven nicht nur euch, sondern auch mich. Und jetzt hier um die Kurve. Oh. Ups. Zu weit. Hilfe. Was ist ja hier? So. So. Hallo, Scheunentor, wird ihr mal aufgehen gleich? Welches ist denn hier von Tor und welches nicht? Warte, von den Toren? Ich komme kurz vorbei. Okay, jetzt muss ich O drücken. Dann aktiviert sich eine Mod, mit der das Türchen so aufmachbar. Ich helfe dir kurz, Luca. Das wäre nett. Das ist gerade mal die erste Sache hier und die passt kaum da rein, weil sie oben in die Decke klatschen würde. Senken. Okay, das kann ich nicht anhängen. Scheiße, ich krieg das Schneidewerk da nicht rein, ne? Nicht? Nein. Wenn ich das senken will, dann kippt's einfach nur, dann kippt's gleich nach unten, macht sich breit. Dann lass es oben. Ja, das passt da nicht rein. Oh. Naja, nee, oder? Doch. Warte, ich komm vorbei. Da fehlen oben so ein paar Zentimeter. Ich komm vorbei. Nein, das darfst du nicht. Doch. Das ist illegal. Wenn's dir nicht passt, geh aus dem Server raus. Guck mal, ich komme einfach direkt immer mit dieser Drohung. Ach nee, und ich trinke immer ein Schlückchen Coke. Okay, muss selber machen. Ach, ich nehme einfach einen Traktor. Ich wollte gerade mit dem Radlader kommen.
Aber ich will halt auch essen, Luca. Ich wechsle aber. Ich bin genau dann reingezogen. Ach, Luca, mach du kurz. Warum tapp ich die eigentlich die ganze Zeit durch? Was? Was? Ich bin genau dann in den Trecker eingestiegen, jetzt du auch getappt hast, wo du noch einen Trecker weitergedrückt. Alter, was ich war das? Ich hab nicht getappt. Ja, als du eingestiegen bist. In genau derselbe Fazit bin ich nämlich auch eingestiegen. Alter, den Trecker. Ey, du musst ab und zu auch mal Rundumleuchte ausmachen, Luca. Ne, muss ich nicht. Du bist. Ich bin großer Junge, ich muss sowas nicht machen. Ey, du bist ne. Ey, du bist eine Aushilfe von mir, bist du inkompetent, eine Rundumleuchte auszumachen. Ja, ich weiß. Ey, warum steht eigentlich noch ein Unimog in Rot? Meinen habe ich nicht eingestellt. Warum ist noch ein grüner Unimog? Meiner ist. Und warum der grüne ist meiner. Mitten auf einem schönen Feld. Und warum steht hier ein Trecker vor dem Baum gesetzt, den wir eigentlich schon von der Ewigkeit verkaufen wollten? Welcher Trecker vom Baum? Ja, der Brüder hier vorne, der ist vom Baum gesetzt. Welcher? Dieser orange-grüne, also dieser orange-gelb-grüne. Hm? Vorne beim Shop. Der wird doch vom Baum gesetzt vorhin. Können wir verkaufen. Ich will den erstmal sehen. Dieser ganz kleine Trecker, wenn du im Shop gehst, vielleicht der erste. Ich finde ihn nicht. Wenn du im Shop gehst, einfach der erste davon. Wo ist der? Vielleicht der erste im Shop, der steht hier vorne rum. Hier. Da, wo du stehst. Ja. Wenn du im Shop übers Menü gehst, dann ist es der erste, der da ist. Den können wir verkaufen, oder? Ja. Ich wollte mir noch draufstellen, um zu gucken, ob das als Bug funktioniert. Wenn man sie oben drauf stellt, dass es einfach oben drauf bleibt. Dann fahrt ihr Futtermischwagen da rein. Ja, mit der Sprintfunktion die ganze Zeit herausgefordert, ist das voll geil, wenn man laufen muss. Geht eigentlich gerade was im Chat ab? Nö. Ich dachte, du willst gucken. Hm? Ja, hab ich grad. Ist ja, nix ja, los. Ja. Ist nix los grad. So, warte, ich muss erst drauf. Nee, so. Motor aus! Verkauf die Kacke doch jetzt einfach! Wir wissen ja, dass wie ein Bug funktioniert. Nein, schade nicht. Leider nicht. Ich nehme das Auto und ziehe. Was ziehe ich denn mal? Ich ziehe den Schwader, nimmst du das Schneidewerk, weil das kann ich nicht aufnehmen. Schwader geht nicht mit dem Auto. Oh, der hat ja auch keine Anhängerkupplung. Dreck, da muss ich nochmal Unimog holen. Aber wir fahren erst los, wenn ich gegessen habe. Okay. Und eine Sache ist ja schon da, das große Schneidewerk. Mhm. In der Zwischenzeit kann ich ja mal Unimog holen. Ein Auto müssen wir ja eh verkaufen, weil das andere ist ja auch noch da. Welches nehmen wir? Okay, nee, also ich nehme mein Unimog zum Ziehen jetzt. Verkaufen wir das Auto. Ich tanze sogar zum Unimog durch. Der ist auf der anderen Seite von der Map. Aber der ist ja zum Glück flott. Also ich nehme den Case und ziehe das Schneidwerk. Ach nee, da steht sogar oben. Ist sogar noch Mais drin. Können wir auch abkippen dann. So, Motor an. Rückwärts. Luca, bevor du irgendwas machst, warte auf mich. Ja, ich häng nur schon mal an. Mehr mach ich nicht. Weil ich muss jetzt irgendwie gerade planen. Ich könnte hier jetzt hier noch eine Sache mitnehmen, ne? Digga, ich brauche hier einen leitenden Notarzt. Ich komme hier außer Plan. Ich könnte noch eine Sache mitnehmen, wofür ich nochmal einen Anhänger anhängen kann, sozusagen. Ja, jetzt warte mal. Gib mir mal Lagemeldung, was alles am Shop steht. Also, da steht noch der eine Spader, ein Rübenernter, ein normaler Trecker, eine Schaufel, ein Pickup, das ist ein Trecker-Schaufel-Aufsatz-Dings, noch ein Trecker-Schaufel-Aufsatz und Radlader. Und ich so, mit meinem Schneidewerk vorne dran. Warte mal. Kann man aus Gras auch Ballen machen? Ich meine, aus normalem Gras wird das aber gehen. Quader oder Rundballen?
Klar, nur Rundballen, da bräuchtest du andere. Warum kaufst du da eigentlich einen Rundballenwagen, wenn es mir nur um Quaderballen geht? Das ist ein Quaderballenwagen. Das ist ein Rundballen, du dummes Kind. Dann nehme ich den. Also den und Rundballen, dieser... den ziehe ich jetzt schon mal auf der Fläche und die Quaderballen, den ziehe ich dann auch mit, ne? Ja, jetzt, Luca. Jetzt warte mal. Ja, okay. Ich bin hier gerade nämlich überfordert. Du nimmst den Ballenwagen. Okay. Du dann die Presse. Jo. Aber die Presse ist auch sehr schwer. Ich bilde das Anfangslicht von der Kolonne. Oh no. Dann fahr mal. Bitte keine Umleuchte, dann läuft flüssiger. Jetzt warte mal. Dann macht da meine Zuschauer glücklich. Mit was? Wenn du Rundumleuchte ausmachst, dann dafür weniger Lecks sind. Mhm. Nee, ich mag's eher mit Rundumleuchte. Luca, einmal Unimog. Warte. Ah, nee, geht. Halt, ich brauch dich nicht mehr. Wieso? Hast du gedacht, du kannst dich ankuppeln? Ja. An den Träger kannst du nur kleine Anhänger nicht dran kuppeln, aber das ist, glaube ich, mittlere Klasse. Ich habe gerade Tieflader hinten dran, falls du es nicht siehst. Na, ich sehe das. Das ist mittlere Klasse von der Anhängerkupplung. Verkauf mir noch den Rundballenwagen. Was soll ich da schnell machen, wenn es geht? Warte mal. Wenn es geht, ja. Keine Erlaubnis. Übrigens, wir brauchen hier mal kurz Radlader mit Schaufel. Und einen Hänger. Ein Radlader ist ja aber keine Schaufel. Doch, da ist aber noch eine Schaufel. Und dann einmal hier nach hinten kommen, mit einem Hänger aber noch. Also Radlader, Schaufel muss ich noch anhängen. Jo, dann mach. Und komm nach hinten, ich zeig dir dann das Problem. Aber Luca, Hänger nehme ich. Ja, okay. Okay? Ah, ich habe aus Versehen eine Ballenpresse schräg gemacht. Einmal und... Auto? Ich weiß, das ist jetzt rohe Gewalt, aber ich schieb dich einfach weg. Es tut mir leid, aber... muss... Ich brauch den LKW. Luca, ich brauchte den LKW kurz. Oh, scheißegal, ob du den LKW kaufst oder nicht. Wann brauchst du den denn? Ich hab grad keinen Bock, das mit dem Traktor zu ziehen. Wie Tieflader oder was? Nee, jetzt warte mal. Ich bin jetzt schon wieder außer Plan wegen dir. Und zwar, ich mache jetzt meine Taktik übrigens wieder. Also, du bist bereit. Mein Freund hier sagt, dass mein Stream online ist und er gucken soll. Ich habe ihm den Link schon geschickt eigentlich. Einem Freund von mir. Oh, du? Ja, ein Freund von mir. Nein, ich wollte nicht auf Vollbild. Luca, bist du jetzt bereit eigentlich schon? Bereit für was? Das, was wir gerade machen wollten. Wegbringen gerne. Ich warte auf dich. Nee, nicht wegbringen. Weil ich habe da hinten gerade ein Problem entdeckt. Luca. Was denn dann? Ich habe da hinten ein Problem entdeckt. Und dazu brauchen wir Radlader. Ja, ich hab doch hier mal einen. Ja, mit Schaufel und Hänger. Aber Hänger habe ich ja hier. Also, wo liegt jetzt dein Problem? Jetzt warte mal. Guck mal, willst du meine Taktik mal sehen? Guck. Zu früh angehängt.
kenne die schon. Jetzt hängst du ab und machst den anderen an deinen LKW dran. Das ist Zugfahrzeug. Das ist ein LKW. Ja, das nennt sich Zugfahrzeug. Ein Lastkraftwagen. Mein Vater ist LKW-Fahrer, ich weiß wohl besser, wie man die Scheiße nennt. Hast du gerade selber LKW-Fahrer gesagt? Ja, mein Vater ist fährt ein LKW. Aber das Ding nennt sich Zugfahrzeug. So, jetzt kommen Sie mit. Ich komme. Kommen Sie. Ja, ich komme. Ja, das sollen Sie auch zweideutig verstehen. Fahren Sie eine weiter und fahren Sie auf die andere Seite von mir in die linke Ecke. Und ist einmal bitte so aufladen. Ich bin reingefahren und habe sogar sowas in meine Schaufel reingekriegt. Und das jetzt bitte einladen. Aufladen. Ja, aufladen. Nicht einladen. Ah, weißt what the vielleicht... fuck? Ich hab Gas gegeben und das Ding fährt einfach rückwärts. Weißt du vielleicht, wo die Silos sind? Was also ich glaube, ich hab... Weil ich, Luca, schnapp du dir jetzt auch mal so ein LKW? Ja. So einem Hänger und diesen beiden. Du fährst dann hinter mir her und wir fahren die Silos leer. Okay? Welche Silos? Die am Hof, da wo die ganzen Sachen drin sind. Ach so, ein Dings. In welcher Farbe willst du den LKW? Rot. Ich mag rot. Rot. Ja. Gut. So, der Scheiß den... ist weg. In welcher Farbe willst du die Container? In rot? Ja. Zwei davon, so. Es will aber größere. Nein, wir nehmen jetzt die gleichen, Luca. Okay. Jetzt fehlt mir noch so ein Tieflader-Dings da, Bums. Ja, so ein Hänger. Ja. Ist da. Jetzt lad mich erstmal voll. Ach, bin ich schon. Noch nicht verwehrt. So, und ich benutze jetzt deinen Trick. Ich klar deinen Trick. Raub dich aus. Und vorwärts. Ach Gott, ist die Anzeige unten rechts verbuggt bei mir. Hast du auch noch so einen grünen Klotz mit dem Strich drüber? Ja. Was ist das? So, gucken, dass es gerade steht. Den grünen Klotz auswählen, abkoppeln, vorfahren, ankuppeln, abkuppeln, Luca, ankuppeln. Luca, du fährst direkt zum Landhof. Okay? Haben wir noch was in unseren Silos drin? Ist ja auch noch eine Frage. Ja, da ist noch was drin. Echt? Ja. Wollen wir die auch vielleicht mal voll machen? Nein. Warum nicht? Jetzt hör mal zu! Ja, ich höre dir doch zu! So, du fährst jetzt zum Landhof, fährst da dann zuerst Gerste weg. Ja. Und ich fahr zu BGA West und kipp aus und dann komme ich auch zum Landhof. Und wenn du beladen hast, warte am Landhof. Wir fahren nämlich dann gemeinsam. Also ist aber so viel Gerste wie möglich mitnehmen. Da sind nur 9000 drin. Ich mache aber so lange voll, bis alles leer ist. Fertig. Mach schnell hier weg von dem Verrückten. Ihr fuckt einfach nur ab. Danke! Luca Straße. Ach ja, da war ja was. Ja, das deswegen leckt mein Spiel doch die ganze Zeit, weil ich jetzt über Wald drüber fahre. Digga, ich bin gerade über den Ball weggefahren, habe ich das zur Seite weggequetscht, bis ich mit direkt weggeflogen. Ich schreibe hier gerade einen, der ist so beleidigt, dass ich nicht mit dem Skype, dass er jetzt meinen YouTube-Kanal meldet. Okay. Aber da passiert ja eh nichts. Ja. Mein Kanal wurde schon. Wenn die von YouTube einfach merken, aha, da ist wohl nichts bei dem schlimm irgendwie. Dann wird doch scheißegal.
Ja, weil mein Kanal wurde schon 10 Mal oder so gemeldet. Soll und ich auch, darf ich ihn auch nochmal melden? Nee. Ach Mann. Stell dir vor, du meldest und dann zack ist er weg. Ich melde ihn, weil ich ihn kenne und er scheiße ist. Ja, dann, wenn sie ihn schon kennen, dann ist es doch eine gute Sache, oder? Ja. Oh. Anzeige. Wie heißt er denn? Ja, das Kronk. Ist der Justin. Nee, der Kronk. Er heißt Freund. So, Befüllungston, Gerste, 9000 Liter. Du wartest am Landhof aber, Luca, okay? Ja, so, Gerste. Tipp rein. So, gibt's denn noch irgendwas, was man eventuell reinkippen kann? Warte, ich habe nur 10% drin und fahr zur BGA. Aber dann kann ich, sonst kann ich ja nichts laden. Also ich lade nämlich dann Körnermais. Aber ich habe noch einen Anhänger frei. Warte mal, Körnermais 16.000 Liter. Ich glaube, da kriegen wir sogar beide was von ab. Warte. Dann lad du nochmal ab und du fährst 16 Tonnen Hackschnitzel. 16, also das ganze Hackschnitzel. Und ich fahre Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais. Also ich soll jetzt wieder abladen. Jo. Hier ist ja noch ein riesen Berghackschnitzel bei uns. Ja. Ich glaube, das sind mehr als 25.000 Liter, was hier noch am Berg ist. Am Hof? Ja, hier haben wir noch so einen Berg gemacht beim Ausschütten. Oha. Das sind zwei große, volle Berge. Ja, gut. Ja, nicht gut. Luca, ich habe hier gerade einen roten Unimog entdeckt. Ich weiß, der gammelt einer rum. Kannst du den mal kurz wegfahren? Hast du denn die Fräsenmod da drin? Weiß ich gerade gar nicht, muss ich kurz gucken. Der ist bei Diverses, oder? Ich glaube ja. Fräse ist drin. Dann kauf mal einen und kauf vielleicht noch einen ganz kleinen Trecker oder so, weil da kann ich meinen Anhänger mit voll fräsen, das geht schneller. Jo. Fräse in welche Farbe? Rot. Nicht immer rot. Dann nimm. Warte, welche Farbe gibt's die überhaupt? Ich brauch die Farbtöne. Ich gucke kurz nach. Diverses. Einmal draufdrücken. Dritte Reihe komplett rechts. Grün. Also ja. Das Grün. Ja. Jo. Steht da. Dann gönn ich dir noch einen Oldtimer-Trecker. Hä? Spiel hängt? Ja. Ich kann meine Maus sehen. Ich gönn dir einen D80. Steht da. Das ist ein Oldtimer? Ja. Nice. Luca, jetzt fahr mal den Unimog hier weg. Mein Spiel hängt. Ich kann meine Maus sehen. Jetzt fahr mal den Unimog weg. Ich kann meine Maus sehen. Warum? Ich kann meine Maus sehen. Kann meine Sicht nicht umdrehen? Okay. Oh, jetzt habe ich getappt und jetzt geht's wieder. Also, jetzt glaube ich, dass der Träger auch eine Fronthydraulik hat. Was ich aber hoffe, dass der hat keine Fronthydraulik, das heißt, ich muss hinten anhängen. Mann! Uiuiui. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ja, ich bin noch am Stream. Ah, okay. Ich habe keinen Schuss gesagt. Ja, ich habe übrigens gleich einen Auftrag entdeckt. Luca. Alter, der geht nicht hoch. Ja, ich höre. Luca. Ich höre. Und zwar, ich habe hier gerade einen Auftrag entdeckt. Ja. Aufträge sind halt Aufträge. Ja. Da bräuchte ich dich gleich mit einem Case und einem Ladewagen. Okay, aber guck mal, das sieht so bekloppt aus. Ein glitzerkleiner Trecker mit einer dicken, fetten Silagefräse hinten dran. Luca, beziehungsweise das, was ich jetzt machen wollte, machen wir jetzt. Ja gut, ich fahre schon den Trecker dahin, ich bin ja schon da. Wir treffen uns BGA Ost. Ost? BGA Ost treffen wir uns. Okay, ich fahre was Acker, damit ich da schneller da bin. Nein. Zu spät. Fahr auf die Straße. Hier ist gerade keine Straße. Da ist eine. Ist mir scheißegal, du fährst jetzt auf die Straße. Ich habe eine gefunden. Ich bin jetzt auch unterwegs zu BGH Ost.
Und zwar das, was du koppelst dann schon mal Ladewagen an. Mit deinem Case. Du hast zwar gerade bei dem Unimog auf dem Kreisverkehr Motoren gelassen, aber das juckt mich gerade nicht. Genau wie es mich hier auch nicht juckt. Mich kratzt es höchstens. Aber nächstes Mal machst du es bitte aus, weil das nervt schon ein bisschen. Falls einer von euch die Map hat und weiß, was der gelbe Punkt bei Feld 44 ist, schreibt's mal in den Chat. Weil wir wissen's nicht. Oder nachher in den Kommentaren, weil ich glaube, wir haben nicht wirklich viele Zuschauer. Ja, Kommentare, Chat, keine Ahnung wo. Müll Luca, laufen. Straße. Ich bin in meiner Farm gerade. Warum? Er hat doch gesagt, ich fall noch kurz das Ding dahin. Nicht tappen! Was Luca, soll ich jetzt sonst machen? Dahin fahren, weil ich fahre ja schließlich auch gerade dahin. Wir machen jetzt einmal. Ich tappe ja nicht zum Trecker dahin. Ich trabbel zu irgendeinem Trecker, der irgendwo an der BGA oder sowas rumgammelt. Ist mir scheißegal, du fährst da jetzt einfach hin. Ja. Also, was soll ich denn jetzt mitnehmen? Nix? Vom Shop nichts, an der BGA Ladewagen. Warte, ich muss kurz hier meine Schneide weg abkuppeln. Weil dann nehme ich mein Unimog, weil da ist eh noch was drin. Warum Uni? Ah, du fährst ja da eh hin. Ja, ich habe noch mein Unimog hier und da ist ja eh noch was drin. Wir treffen uns ja an der BGA Ost. Ich mache mich auch schon mal fertig. Ost ist ja links, ne? Nee, rechts. Ja. Bist du schon da eigentlich? Ich bin aber unterwegs. Mein Finger geht nicht vom Gaspedal runter. Mein Mittelfinger. Ah, Baum! Aua. Rückwärts, vorwärts. Ich parke hier sogar an der BGA Ost gerade ein. Ich bin jetzt schon hier vorne an so einer Kreuzung. Ich bin schon bei Raiffeisen, Schleichwerbung. Jo. Vielleicht Werbung Ahoi. Ich kurbel gleich bei voller Fahrt, wie ich nicht auf die Straße gucken kann, mein Fenster runter. Oh, so, IC an, kurbel runter, kurbel. Trifft das Ding. Ah, nicht escape. Da. Ah. Hast du eben in der Kurve geschafft. So, ich bin schon zu weit. Darf ich aufs Feld fahren? Ja. Danach aber nie wieder. Verstanden. Okay. Hier ist nämlich mal Einfahrt. Mann. Ja, ich hab's verstanden. Zu weit. Baum. Rückwärts. Das Tor ist offen und du fährst da nicht rein. Ich hab ne WhatsApp bekommen. ja. Park einfach neben meinem LKW. Was? Mein Ego, wo ist denn dein LKW? Da. Also ich kipp noch das Mais aus, okay? Jo. Ach, Scheiße. Warte mal, hier ist doch nur Gras. Ist doch scheißegal. Es geht trotzdem da rein. Digga, ich schleppe doch nicht stundenlang 3 Tonnen Mais mit mir rum. Du hältst dich ja einfach mal nicht an Abmachung, okay? Digga, das waren gerade mal 3 Tonnen. Juckt mich nicht. Nächstes Mal
nächstes Mal halte ich an unsere scheiß Abmachung. Das braucht man nicht aufzuregen. Es fuckt ab. Du hast es selber gesagt. Du hast selber gesagt, dass wir es so machen, also. So, wir stehen hier. Was jetzt? Keine Ahnung. Warten. Auf was? Bis ich dir deinen Traktor gebe? Luca! Was? Ich guck mich doch nur um! So, dein Traktor steht. Wo? Vom Ladewagen. Der ist gleich davor, der ist noch einen Meter Abstand. Warum mache ich nicht Motor aus? Hä? Warum ich meinen Motor ausgemacht habe. So, wohin? Warten. Okay. Ja. Ich hab keinen Bock mehr auf Warten. Dann tschüss. Geh vom Server. Nö. Aber wie wär's eigentlich, wenn wir mal den Stream beenden? Ja. Luca, jetzt komm. Gut, dann sag ich schon mal Tschüss zu euch. Und bis irgendwann mal. Tschüss. Bis morgen vielleicht. Nee, am Donnerstag. Na, keine Ahnung, irgendwann. Weil morgen hab ich keine Zeit. Wir entscheiden sowas immer kurzfristig. Jo. Also bis irgendwann. Tschüss. Jo.